Frau Co-Präsidentin, Frau Nationalrätin, Herren Nationalräte, Herr Präsidenten, Direktoren, weil ihr seid sicher alle in diesem Saal Präsident oder Direktor von irgendetwas, da kann ich nicht ganz falsch gehen. Es ist mir eine Freude, heute mit Ihnen hier zu sein und über E-Voting zu diskutieren, ein wichtiges Thema für uns. Vertrauen ist eine absolute Notwendigkeit, wenn es um Wahlen und Abstimmungen geht. Vertrauen in die Kandidaten, da werden wir die gewählten, frisch gewählten Nationalrätinnen und Nationalräte nicht widersprechen. Vertrauen in die Behörden, die Wahlen und Abstimmungen organisieren. Vertrauen in die Prozesse, in die Systeme. In der heutigen Zeit ist es nicht mehr möglich, Vertrauen zu haben ohne Transparenz. Die beiden Dinge gehören obligatorisch zusammen. Anstatt lange heute mit technischen Details Zeit zu verlieren, möchte ich eher Ihnen erklären, was für uns in Genf wichtig ist, weil was die heute noch existierenden Systeme unterscheidet, ist nicht wirklich die Technik, ist nicht wirklich die Anforderungen, die sind dieselben, die werden vom Bundesrat gegeben, das hat uns Frau Perjar vorhin erklärt. Was sie unterscheidet, ist die Philosophie dahinter. Für uns in Genf müssen für das E-Voting dieselben Anforderungen und dieselben Werte gelten, wie auch für die traditionellen Abstimmungskanäle, also wie für die Briefwahl und auch die Wahl im Urnengang. Für uns ist Abstimmung und Wahlen eine Hoheitsaufgabe, das heißt eine der letzten Aufgaben, einer der Pfeiler, die wie die Polizei oder vielleicht die Ausbildung und die Sozialhilfe nicht an private Anbieter delegiert werden kann. Stellen Sie sich einmal vor, ein Kanton oder eine Stadt, eine Gemeinde würde am Sonntag eine private Firma, Securitas, anheuern, um die Stimmzettel auszuzählen. Das wäre ein Skandal, weil eben diese Tätigkeit vom Staat wahrgenommen werden muss. Genauso für uns geht es mit dem Vote Electronique. Die gleichen Anforderungen müssen gelten und von daher CH Vote wurde vom Kanton Genf entwickelt, wird von ihm heute betrieben und natürlich auch beherbergt. Unsere Mitarbeiter sind unsere kantonalen Mitarbeiter, die oftmals schon seit dem Anfang, seit 12 Jahren an diesem System arbeiten und die auch, wie auch die Mitarbeiter, die das Steuersystem mitentwickeln, die werden zuerst einer Polizeiuntersuchung unterworfen. Die zweite Wert, der für uns sehr wichtig ist, ist die Frage der nationalen Souveränität. Wir können uns nicht vorstellen, Abstimmungen oder Wahlen im Ausland zu organisieren, außer wir würden ja in einem besetzten Land sein, aber da müssten da ein Schattenkabinett, ein Schattennationalrat aufstellen, aber davon sind wir Gott sei Dank sehr weit weg. Von daher ist für uns auch im E-Voting die nationale Frage eine sehr wichtige, eine sehr zentrale. Das dritte Element, das für uns in unseren verschiedenen Entscheiden seit dem Anfang eine große Rolle spielt, ist die Sicherheit. Wir müssen eine maximale Sicherheit haben, sei es wieder Briefwahl, sei es die Urnenwahl. Ich werde Ihnen nur ein Beispiel dazu geben. In Genf bei den Wahlen, wo es ja oftmals um sehr wenige Stimmen geht, wo es bei den Abstimmungen meistens, wir hatten dieses Jahr auch einen Extremfall, wo es um 42 Wahlstimmen ging, aber bei den Wahlen geht es sehr oftmals wirklich um 1-2 Stimmen und von daher in Genf seit mehreren Jahren schon wird alles zentral ausgezählt. Das Wahllokal kann nicht mehr selber auszählen. Die Urnen werden versiegelt zentral in die Uni gebracht. Und da, wo die 25 Kantone und alle anderen Kantone aufhören, das heißt nach der ersten Auszählung, machen wir noch eine zweite Auszählung. Und wir machen nicht nur eine zweite Auszählung, das heißt, wir machen nicht nur alles doppelt, sondern dann wird der Computer, sagt uns dann, welche Stimmzettel beim ersten und beim zweiten Auszählung verschieden ausgezählt wurden, weil die sind ja nummeriert, die werden von 2 verschiedenen Gruppen in 2 verschiedenen Sälen mit 2 verschiedenen Computern eingetippt und diese Stimmzettel werden ein drittes Mal ausgezählt und ein viertes Mal kontrolliert. Also Sie sehen, weiter kann man nicht gehen, das ist wahrscheinlich das komplexeste System auf der ganzen Welt und was wir eben im Papierbereich so weit treiben, weil wir hatten bei den letzten Grossratswahlen waren 5 Leute, die waren beim ersten Auszählung nicht gewählt und bei der schlussendlich dritten, vierten Auszählung waren sie gewählt.
Wir wollen solche falschen Wahlen nicht haben. Wie wir es eben beim Papier weit treiben, so weit treiben wir es natürlich auch beim E-Voting, wo wir wirklich maximale Sicherheit wollen. Der vierte und letzte Wert ist der wichtigste. Und ich hoffe, dass ich gerade in diesem Saal dafür viel Verständnis finden werde. Das ist die Transparenz. Jeder Bürger, der brieflich oder an der Urne abgestimmt hat, kann eben am Sonntagmorgen beim Auszählen dabei sein. Er kann mit seinen eigenen Augen zusehen, was passiert und sich vergewissern selber, ob alles richtig abläuft, ob das Vertrauen, das er in die Behörden hat, ob dies gerechtfertigt ist oder nicht. Genauso wollen wir, dass es möglich ist mit dem E-Voting. Dass jeder Bürger entweder selber die Kompetenzen hat, den Quellcode einzusehen, zu sehen, ob irgendwelche Schwachstellen oder Probleme dabei festzustellen sind, oder aber er kann eine Vertrauensperson identifizieren und diese Person bitten, dies an seiner Stelle zu machen. Wir haben in Genf das einzige System, das heute schon zugänglich ist. Das heißt, alle Bürger, die unser System brauchen, können auf Anfrage den Quellcode einsehen. Die Piratenpartei hat das gemacht. Während 3 Monaten war sie bei uns. Wir haben ihnen einen Saal, einen Computer zur Verfügung gestellt. Sie haben einen Rapport gemacht. Die Berner Fachhochschule hat das ebenfalls gemacht. Aber wir wollen weitergehen als das. Wir wollen nicht nur, dass der Quellcode eingesehen werden kann, sondern wir wollen wirklich dezidiert in Richtung Open Source gehen. Wir wollen mit den Hackern, mit den Open Source Vertretern, mit der Akademie, Hochschulen, Fachhochschulen zusammenarbeiten. Es gibt auf der Welt kein von Menschen gebautes System, das null Risiko hat. Das gibt es einfach nicht. Dass jeder, der euch das Gegenteil erzählt, der lügt. Das muss man akzeptieren, aber man muss die Risiken herabsetzen. Und je mehr man ein System hinter Panzertüren, hinter Firewalls versteckt, je mehr man erzählt, es sei das beste System auf der ganzen Welt, es könne nicht eingenommen werden, umso mehr gibt es irgendwo auf der Welt Hacker, die Lust haben, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Deshalb unsere Strategie, anstatt uns zu verbunkern, wir machen die Türen weit offen, wir wollen mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Wenn wir die Türen weit offen machen, haben wir weniger Risiko, dass sie durch das Fenster hineinkommen. Wenn sie wollen, dann können sie hineinkommen. Sie machen damit auch weniger die Fenster und andere Dinge kaputt. Wir wollen wirklich mit ihnen konstruktiv zusammenarbeiten. Es ist ihr demokratisches Werkzeug, es ist nicht unseres. Wir wollen, dass sie sich dieses zu eigen machen und dass, wenn Schwachstellen da sind, dass sie uns dieses zeigen, dass wir gemeinsam das System verbessern können. Ganz konkret, wir haben vor 2 Wochen ein erstes, und verschiedene Personen in diesem Saal waren auch dabei, einen ersten Workshop organisiert mit Leuten eben aus der ETH, aus der Uni, aus der Fachhochschule, vom CERN. Wir haben in Genf das Glück, da auch ganz große Spezialisten zu haben und auch Leute aus den Medien, aus der Philosophie. Zusammen haben wir einen kreativen Workshop gemacht, wo wir geschaut haben, welche Dinge können die Transparenz und die Sicherheit verbessern, wie kann konkret Open Source aussehen, wie können Hackathons unsere gemeinsame Sicherheit und Vertrauen verbessern. Dies also die 4 Werte, die für uns wichtig sind. Ich habe es gesagt, CH Vote ist das einzig vollständig öffentliche, schweizerische und unabhängige System heute. Es beruht auf gegenseitiger Bereicherung anstatt auf kommerzielle Bereicherung. Wir haben nichts zu verkaufen, wir haben alles zu teilen. Heute wird das System in Genf für die Inländer und die Ausländer, Auslandschweizer und die Ausländer, die seit 8 Jahren in Genf wohnen und dadurch das Wahlrecht auf kommunaler Ebene haben, gebraucht. Wir haben 3 Kantone, für die wir das Vote Electronique machen: Basel, Stadt, Luzern und Bern. Basel-Stadt wird nächstes Jahr auch für behinderte Personen, Inländer Vote Electronique zur Verfügung stellen. Also 4 Kantone, 120.000 Stimmberechtigte, über 90 erfolgreiche Wahlen und Abstimmungen. CH Vote ist nicht eine Genferei, sondern es ist ein nationales, föderales Projekt. Und wir hoffen, so bald wie möglich
den Bedingungen des Bundesrates zu entsprechen und auf 100% heraufzugehen. Sie sehen einige Printscreens, ich werde nicht sehr viel Zeit damit verlieren. Einige Worte noch, meine Zeit ist schon abgelaufen, zu den Eigenschaften von CH Vote. Es ist ein System, das Wahlen und Abstimmungen auf allen drei Ebenen, kommunalen, national und kantonaler Ebene, machen können. Proports, Majorts, verschiedene Sprachen, alle verschiedenen Spezialitäten, die wir in der Schweiz kennen und so verschiedene wie in der Schweiz gibt es wahrscheinlich in keinem Land. Es ist ein flexibles System, das sich auf die Gegebenheiten jedes Kantones einstellt. Manchmal gibt es auch Überraschungen. In Basel haben wir gemerkt, dass jeder Bürger gewählt werden kann, ob er Kandidat ist oder nicht. Das ist eine gewisse Herausforderung für ein System, aber wir haben es geschafft. CH Vote ist auch für behinderte Personen geeignet. Das heißt, das System ist lesbar für spezifische Software für behinderte, sehbehinderte Personen. Wir haben regelmäßige öffentliche Audits. Als einzige haben wir auch Intrusion Audits, die wir organisieren. Alles wird kommuniziert. Wir sind unabhängig von proprietären Bibliotheken. Das ist für uns sehr wichtig, also nur Open Source Code-Teile. Und wir sind sehr reaktiv. Ich glaube, das ist auch etwas, das sehr wichtig ist. Es geht hier nicht um ein Service-Level-Agreement, sondern es geht um Herzblut, um Schweiß, Tag und Nacht Arbeit. Das sind nicht das Mitarbeiter, wie ich gesagt habe, zum Teil seit 12 Jahren arbeiten die daran. Es ist für sie nicht ein Job, es ist für sie nicht ein Projekt, es ist für sie ein Baby. Und da ist ihnen nichts zu viel, bis es klappt. Da weiß ich, ich kann auf sie zählen. Ich weiß, sie arbeiten Hand in Hand mit den Wahlen, mit den Personen, die nicht Informatiker sind, aber die Wahlen organisieren. Da geht es um gegenseitige Hilfe und Solidarität. Eben. Transparenz schafft Sicherheit und Vertrauen. Das sind Grundsteine unserer Demokratie. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und entschuldige mich für das Überziehen.